Yeah! Was geht ab, Leute? Mischa hier. Es ist jetzt gerade 2:30 und wir haben gerade unser Morgentraining beendet. Wir sind zuerst noch ein bisschen aufgewesen, aufgestanden, haben noch ein bisschen gehustelt. Ein Abendtraining wird es doch nicht geben, Leute. Ja. Und sind ein bisschen zu spät dran gewesen. Jetzt gehen wir was essen. Richtig schöner Tag hier. Wir trainieren ab und zu hier auch in Hollywood im Gold's Gym, weil nach Venice haben wir jetzt doch immer eine Stunde und das ist halt nicht jeden Tag möglich. Morgen haben wir sowieso das Charles Glass Training, was verschoben wurde. Ich mit Karl und wir haben uns noch mal ein bisschen informiert. Das wird schon ziemlich hart, wird schon ziemlich gut. Und Patrick hat sich jetzt gerade überlegt, ob er vielleicht an einer Muscle Beach Competition teilnehmen sollte. Ja. Am Muscle Beach gibt es immer wieder so Amateurwettkämpfe, ganz easy peasy. Die sind jetzt auch nicht so hart. Wird jetzt auch nicht so hart auf Devi geguckt, also die sind nie so unter 8% in der Regel. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass der Patrick da was reißen könnte, so ganz spontan schnell. Schauen wir mal. Und wenn das folgen wäre, würdet ihr es auf jeden Fall bei seinem Channel sehen. Übrigens auch auf Instagram. Instagram ist immer eine Woche vor YouTube, weil wir halt dort immer direkt alles posten. Also checkt auf jeden Fall mal Instagram aus, falls ihr es noch nicht habt. Und was gehen wir jetzt essen, Leute? Sushi, Outback, whatever. Also ich bin für Outback. Ich darf sowieso nicht essen. Er darf sowieso nichts essen, er guckt uns zu. Schauen wir, was wir nächst. Später geht's dann wieder ab. Vielleicht gehen wir heute Abend noch ein bisschen raus. Mal gucken. Bis später. Polska Genetics. Hardcore Natural Bodybuilding and more. Wir sind hier gerade auf dem Weg, beziehungsweise wir machen uns gerade ready, um nach Venice zu fahren. Heute ist jetzt das Charles Glass Training, dieses Mal aber wirklich. Es war ja letztes Mal kurzfristig abgesagt worden. Und ja, jetzt heute, ich und Karl, wir fahren jetzt gerade. Karl ist noch gerade seine Brieftasche holen gegangen. Und ich bin immer gespannt da, weil ich habe mich jetzt die letzten Tage noch mal ein bisschen informiert, noch mal ein bisschen gelesen. Also Charles ist wirklich ein harter Typ im Business, sage ich mal. Er ist bekannt dafür, die Leute richtig zu massakrieren und eben auch mal wirklich so ein paar andere Sachen zu machen, ein paar unkonventionelle Sachen. Deswegen bin ich natürlich sehr gespannt. Karl ist hier auch gerade am Start. Ich würde sagen, wir gehen direkt los. Yeah! Yeah! Oh shit, Leute, wir haben uns gerade... Ich fick den Mischa heute im Training richtig krank, ihr könnt sehen, Leute. Jetzt seht ihr, Hard Work versus Genetics. Ich sage immer, Genetics is just an excuse to look bad. Aber der Karl ist da vielleicht anderer Meinung. Wir werden es sehen. Hard versus Genetics. Wir haben uns jetzt gerade hier unterhalten über die ganzen Straßensituationen. Guck mal hier, das ist mal die schlechte Seite von Amerika. Also man hat eigentlich zu jeder Zeit, besonders jetzt hier in L.A., Stau auf dem verfickten Highway und es ist wirklich übel. Also man hat einfach für, ich sage jetzt mal so 10 Kilometer, eine halbe Stunde, wenn man Pech hat. Oder noch länger, je nachdem. Also letztes Jahr sind wir einmal auf dem Mulholland Drive hoch. Das war irgendwie von uns rein so distanzmäßig 10 Kilometer entfernt und wir hatten fast eine Stunde. Und hier seht ihr jetzt... Wir kommen da, und das ist noch okay, was wir jetzt hier haben. Das ist noch nicht richtiger Stau, das ist noch nicht LA-Stau. Und deswegen warne ich euch einfach. Es ist jetzt 9:30. Letztes Mal hatten wir waren wir um einiges schlanker unterwegs, weil irgendwie 8:30 war, glaube ich. Ja, ja. Also das heißt, der Verkehr hier ab 9 Uhr einfach nur Katastrophe. Und um von LA wieder rauszukommen, LA Downtown, ab 5 Uhr, Leute, macht es nie den Fehler. Ich habe den Fehler gemacht vor 2 Jahren aus Geldmangel bzw. weil ich Geld sparen wollte, mir ein Hotel in Downtown selber zu nehmen. In Downtown, LA. Und die LA Downtown ist wirklich, da gibt es nichts. Außer ein paar Restaurants gibt es in LA selber eigentlich nichts in meinen Augen, was man sehen müsste. Nur Business, ja. Und genau das habe ich auch bemerkt, weil wenn man dann mal an den Venice Beach will, dann muss man entweder um 7 Uhr aufstehen, um diesen verdammten Verkehr auszuweichen, oder man hat einfach geschissen und fährt dann einfach 2 Stunden hin und 2 Stunden zurück um die normalen Zeiten. Also mein Tipp an euch, Leute, wenn ihr nach LA kommt, plant richtig, sucht euch eine gute Wohnung außerhalb des ganzen Troubles, wenn ihr finanziell
ich sage jetzt mal, stark unterwegs seid, Venice Beach, Santa Monica sogar. Und wenn es eher so ein bisschen günstig sein wird, gibt es auch so kleine Nebenstädtchen wie Marina del Rey. Da ist alles ein bisschen günstiger. So Leute, hier sind wir vor dem Ghost Gym, warten gerade auf unsere Leute. Und ich teste jetzt hier mal den Low Carb Shot von Wurf aus. Das ist ein Produkt, das es bei uns auch noch nicht gibt in der Schweiz und in Europa. Wir haben, wie gesagt, beim Hauptsitztreffen so ein bisschen die Produkte angesehen. Und es gibt was Ähnliches von der Bodylinie von Chris Paul, wobei ich von der überhaupt nicht überzeugt bin. Das muss ich an dieser Stelle auch mal offen so kommunizieren. Also ich bin weder Fan von dem Burn noch von dem Cleans, weil es einfach nicht meinen persönlichen Überzeugungen entspricht, was dort drin zusätzlich reingemischt wird und wie es verkauft wird. Also wenn man was verkauft als Detox-Getränk, finde ich es einfach nicht sauber. Und deshalb haben wir auch den Weg nach Arizona gemacht, um mit dem Produktentwicklungsmanagement zu schauen. Also ich und Karl werden in Zukunft Einspracherecht haben für den europäischen Markt und sozusagen auch mit der Neuformulierung gewisser Produkte Hand in Hand gehen. Und das war mir auch sehr wichtig. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich überhaupt bei Wemmer damals eingestiegen bin, weil ich einfach gesehen habe, wir werden ernst genommen, unsere Position als Nahrungsergänzungsmittel-Experten mittlerweile schon, haben die erkannt und entsprechend sind wir jetzt hier auch im Start. Also ich teste den jetzt heute mal aus, er hat jetzt 3 Gramm Carbs und 160 Milligramm Koffein, was ich, wie ich finde, eigentlich relativ optimal ist für so ein Morgentraining, nicht zu krass. Und wie er schmeckt, werde ich euch auch noch sagen und wie er gewirkt hat sowieso. Das ist eigentlich nur die Formel, die Wemmer-Formel mit den 91 Micronutrients drin und zusätzlich noch die 160 Milligramm Koffein und irgendwas, damit man es trinken kann, ein bisschen Flüssigkeit. Ob der in die Schweiz kommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Aber egal, wir gehen jetzt mal rein und man sieht sich nachher. So, da sind wir und Charles bearbeitet hier noch gerade seinen letzten Klienten, bevor es losgeht. Das Video wird dann auch wieder professionell abgefilmt von der Crew, von der Studio 71 Crew. Und im Allgemeinen ist Charles ja wirklich bekannt für seine Kniffe. Also er zeigt sich ja auch wieder. Und das ist ja das, was ich auch immer gerne mache bei meinen Leuten, so ein bisschen die Kniffe zeigen, was kann man denn ändern am Training. Und wir warten jetzt hier entsprechend. Ihr seht, das Ghost Gym ist ziemlich voll um diese Zeit schon. Und es wird richtig geil. So, was wir jetzt hier machen, ist ein kleines Posing, beziehungsweise sozusagen wie eine Auslesung. Also was der Charles jetzt hier macht, ist, er guckt uns jetzt an als ganzheitliches im Körper und anhand von dem gestaltet er dann unser nachfolgendes Training. Also das finde ich persönlich schon mal richtig, richtig professionell, richtig geil. Ich selber mache das auch mit meinen Leuten, dass ich ein kurzes Posing-Update mache, beziehungsweise ein kurzes Posing, wenn sie zu mir kommen und im Allgemeinen schon sehr erfahren sind. Das mache ich also jetzt nicht bei einem totalen Anfänger, was da in meinen Augen noch keinen Sinn macht, aber jetzt so für eine Person, die schon 3 oder 5 Jahre, so wie ich jetzt, bei 30 trainiere, macht es natürlich schon Sinn, sich zuerst mal die Schwächen anzusehen. Und bei ihm sieht man jetzt, bin ich jetzt sehr gespannt, was der Karl jetzt so für eine Analyse bekommt. Bei mir, in meinen Augen, ist es natürlich die Brust, die da noch ein bisschen Volumen haben müsste, ein bisschen Rücken. Und Beine sind sicher auch immer verbesserungsfähig. Bei Karl sehe ich es halt ein bisschen mit den Schultern. Aber mal sehen, was jetzt der Charles als Profi sagt. Das Ganze wird übrigens jetzt hier auch, wie gesagt, dann bald professionell aufgenommen von Studio 71, also seid gespannt. Und ich warte jetzt auf mein finales Verdikt. So Leute, wir sind durch. Charles Class Training so eben beendet. Ich mache jetzt noch ein bisschen Bauch. Wir wollten eigentlich zuerst noch ein bisschen weitermachen mit Rücken, aber es liegt definitiv nicht mehr drin. Nicht mal eine Stunde hat es gebraucht. Wir haben jetzt genau 8 bis 10 Arbeitssätze gemacht, also sehr, sehr geringes Volumen, das hat wirklich gut gereicht. Ich bin natürlich auch gespannt, wie der Effekt morgen sein wird. Spüre ich was, spüre ich nichts. Ich bin natürlich auch noch ein bisschen verkatert von vorgestern. Ich hatte erst gerade ein schweres Rückentraining hinter mir. Aber im Allgemeinen auf jeden Fall eine sehr gute Erfahrung. Ich werde dann sicher noch ein bisschen mehr dazu sagen in Zukunft und eben auch euch dann sicher die ganzen Sachen präsentieren in meinen Videos. Das Video wird mit Größtwahrscheinlichkeit auf meinem oder auf Karls Kanal kommen, vielleicht auch geteilt. Und es wurde, wie gesagt, professionell abgefilmt. Ja, ich trainiere jetzt noch ein bisschen weiter. Nachher geht's was Gutes essen in Sauce und Hampton wieder. Und ich melde mich später wieder bei euch. Hey! Schau mal, wenn man da auf dem Weg zum Mittagessen sieht. Ey, wie was? Alter. Ich habe 10 Sätze gemacht und ich war platt. Ich war so hart, Alter. Wer wurde mehr? Es war ein Draw.
Aber eigentlich wollte er nicht zugeben, dass ich ihn härter gefickt habe. Alter, ich schwör's dir, ich habe härter geschwitzt und härter gefickt. Ey, geht euch mal aufwärmen, er kommt danach gleich. Dann filmt er. So Leute, ich bestelle mir jetzt hier wieder meinen üblichen Food. Und ich einfach für die Leute, die mal hier eine Empfehlung von mir wollen, checkt das. Wo haben wir's? Checkt auf jeden Fall. Fuck, Mann. Das hier müsst ihr euch reinziehen. Wenn ihr 20 Gramm Fett in eure Macros opfern könnt oder 30, dann macht auf jeden Fall so. Gerade muss ich wieder mal beim Essen zuschauen. Hier übrigens Shoutout an Studio 71. Christoph. Christoph, unser Kameramann, beißt sich hier mit uns durch das Gym, schwitzt selber schon, obwohl er nicht mal trainiert. Wie ist es so jetzt im Vergleich zu anderen zu Comedy-Aufnahmen? Was ist jetzt so der größte Unterschied so? Ja, also für mich persönlich ist hier der Anreiz, dass man sich hier ein bisschen verkünsteln kann, dass man hier ein bisschen mehr auf Beauty-Shots geht, ja, und mal ein bisschen auch schöne Detailaufnahmen macht, was okay, man sonst eigentlich nicht so häufig macht. Also hier macht es total Spaß mit uns. Ja, das ist eine angenehme Abwechslung. Also wir sind nicht so, wie es die Klischees sagen, so die typischen Pumper? Oder wie schätzt du uns jetzt so ein, so jetzt rein von dem, was du so mitbekommen hast? Ganz ehrlich, du kannst ganz offen reden hier. Ja, vielleicht bedingt. Bedingt? Okay, mit dem gebe ich mich sogar zufrieden, mit bedingt. Und ja, einfach schön, da wir hier auch mal wirklich die Möglichkeit haben, richtig gute Aufnahmen zu machen. Das heißt, Aufnahmen, die auch, wie gesagt, dann in Zukunft mal Referenz haben für uns. Weil wir machen ja wirklich sehr viele Videos im Training, aber ich muss mittlerweile sagen, ist es für mich nicht mehr ganz so einfach, jedes Training immer einzeln abzufilmen, weil ich einfach auch merke, dass es sich wiederholt und die Leute dann auch nicht mehr interessiert sind. Karl muss jetzt hier uns, wie gesagt, wieder zuschauen beim Essen, aber das schafft er schon. Yeah! Yeah! Shit! Wir nehmen uns hier gerade eine kleine Pause. Die anderen GA-Boys sind jetzt gerade am Hustlen. Machen gerade richtig harte Videos im Goals. Wir haben es schon am Morgen gemacht. Wir verschieben nichts auf morgen. Ja, Leute, wir müssen immer schon den Hustle durchziehen. Ja, ja, ich finde das auch immer geil. Direkt das Wichtige vorne weg und dann entspannen. Aber jetzt gehen wir trotzdem nochmal zurück ins Goals. Wir sind jetzt gerade so an der Grenze von Venice. Da sind wir ja letztes Mal auch mit dem Dreirad durchgefahren. Ziemlich easy Location hier. Auch ein paar easy Frauen hier am Start. Und ist immer wieder lustig mit dem Karl so ein bisschen zu zweit rum zu chillen. Ah, shit, ja, Mann. Und einfach mal so ein bisschen über Gott und die Welt zu reden. Ich muss sagen, ich habe sehr viel Gemeinsamkeit auch mit dem Karl. So. Hey, was, du hängst mit diesem Karl S rum, der ist doch voll arrogant, geldgeil, voll ins Arsch. Nee, aber nochmal zurück. Also, schon krass, so wie man jetzt mit der Zeit, der Mischer und ich, also. Ja. Shit, Mann. So lange ist es noch gar nicht her. Ja, Mann. Aber man, kein Jahr. Ja, Mann, aber man kommt schon auf vielen gemeinsamen Shit, Mann. Ja, wir kommen auch auf deepen Shit. Was mich einfach interessieren würde. Deep Talk. Weil ich bin so ein Mensch, ich sehe mich selber sehr inkompatibel mit vielen Leuten an. Also ich habe eine sehr kleine. Ich kann zwar mit vielen Leuten gut auskommen, aber diesen richtigen deep Connection Talk, den habe ich nicht mit vielen. LAPD ist auch am Start. Ist auch gerade ein bisschen GTA-Feeling hier reinbringen. Jetzt haben wir schon 3 Sterne. Ja, oben rechts. Der eben diesen Deep Talk. Und mich würde mal interessieren, wie ihr das so seht im Allgemeinen. Denkt. Alter. Es geht ab. Denkt ihr, es gibt Leute, die sind einfach inkompatibel, oder seid ihr, wie seid ihr selber so am Start? Habt ihr viele gute Kollegen? Habt ihr sehr viele Bekannte? Oder habt ihr im Allgemeinen einfach nur einen sehr kleinen Kreis dafür sehr gute Leute? Und das ist bei mir der Fall. Ich habe wirklich nur, ich kann meine besten Freunde eigentlich schon fast an einer Hand abzählen. Aber das sind dann wirklich gute Freunde und alles andere ist für mich dann einfach so easy peasy, wie der Patrick sagen würde. Ja, Mann. Und ja, wir sind hier noch ein bisschen am Verdauen. Und ja, wir gehen am besten ins Ghost Gym zurück. Wir zeigen den Boys mal, was abgeht. Bis später. Oh no.